Wir kommen jetzt zu einem grausamen Verbrechen in Sachsen. Ein 16 Jahre altes Mädchen wird in einem Garagenkomplex einfach abgestochen. Er liegt später im Krankenhaus hier in Verletzungen. Die Notärzte haben den Kampf um das junge Leben verloren. Vom Täter noch keine Spur. Doch was genau ist gestern Nachmittag dort passiert? Tödliches Drama in einer Garage im ostsächsischen Großröhrsdorf. Ein 16-jähriges Mädchen wurde offenbar niedergestochen. Polizeibeamte erhielten einen Hinweis über einen Streit in einer Garage in der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Ein Mädchen soll schwer verletzt, bewusstlos und blutend am Boden liegen. Rettungskräfte versuchen, die Jugendliche vor Ort zu reanimieren. Sie wird ins Krankenhaus gebracht und erliegt dort ihren Verletzungen. Der mutmaßliche Täter ist noch auf der Flucht. Laut Zeugenaussagen soll er mit einem Messer auf die 16-Jährige eingestochen haben. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach ihm. Auch Fährtenhunde sind im Einsatz. Die Polizei fahndet im Zusammenhang mit der Tat nach einem derzeit unbekannten männlichen Tatverdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kamenz oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Zum derzeitigen Motiv oder zu den Umständen des Todes kann die Polizei derzeit nichts sagen. Das ist Gegenstand der Ermittlung. Zu dem Motiv und den Umständen des Todes kann die Polizei derzeit nichts sagen. Das ist Gegenstand der Ermittlungen. Ja, wie der Polizist schon sagte. Und wir schalten jetzt zu unserem Kollegen Max Tabaczynski. Du bist vor Ort in der sächsischen Kleinstadt Großröhrsdorf, wo sich alles abgespielt hat. Was hast du an neuen Informationen? Wie weit ist die Polizei mit den Ermittlungen? Ja, ich würde jetzt erstmal damit erzählen, dass wir jetzt direkt hier am Tatort sind. Wir sind hier direkt in der kleinen Stadt Großröhrsdorf. 7000 Einwohner an der Johann-Sebastian-Bach-Straße soll sich diese schreckliche Bluttat stattgefunden haben. Und wir gehen jetzt direkt zum Tatort. Wir sehen diesen Garagenkomplex. In diesem Garagenkomplex soll gestern gegen 15.45 Uhr, dort gab es die erste Information, diese schreckliche Bluttat sich ereignet haben. Ein bisher unbekannter Mann oder ein eher vielleicht auch jüngerer Mann, soll eine 16-Jährige mit vermutlich einem Messer abgestochen haben. Wir befinden uns jetzt hier direkt am Tatort. Die Spurensicherung war gestern den ganzen Abend vor Ort. Und wir sehen jetzt hier diesen Garagenkomplex. Dort unten befindet sich auch noch Kies. Das hatte gestern die Polizei hier gemacht. Hier war die Blutlache. Ein Erster hat schon eine Kerze aufgestellt. Und auch noch Reste der Spurensicherung sind teilweise hier. Die Polizei ermittelt, hat zum Beispiel heute Vormittag dann die Müllabfuhr zum Beispiel hier gestoppt, um nämlich den Müll im Zweifelsfall auch zu durchsuchen, weil natürlich die Möglichkeit auch besteht, dass der Täter, der immer noch gesucht wird, auch vielleicht noch etwas entsorgt haben könnte. Stand ist, dass das Mädchen hier reanimiert werden musste und später dann in einem umliegenden Krankenhaus verstorben ist. Max, weiß man genaueres zum Opfer? Hat sie dort in der Nähe gewohnt? Sie soll hier aus der Region stammen. Wir hatten jetzt auch schon gehört, dass aus der Oberschule, die hier vor Ort ist, beziehungsweise auch teilweise schon Kinder nach Hause gegangen sind, vermutlich wurden sie informiert, dass halt eine ihrer Mitschülerinnen leider gestern hier getötet wurde. Und weiß man mehr zum Tathergang? Gab es Streit? Das ist derzeit noch unklar. Das ist auch Teil der Ermittlungen, ob es davor einen Streit gegeben hat. Wir haben uns heute den ganzen Vormittag hier schon umgehört. Die ganzen Anwohner haben ja trotz der Uhrzeit, das ist 15.45 Uhr, mitten am helllichten Tag, eigentlich nichts mitbekommen und tappen ja auch im Dustern. Es hat hier eigentlich auch noch nie einen Vorfall gegeben, sagen sie. Und sie finden es einfach gruselig, weil wirklich hier direkt in diesem Garagenkomplex, direkt umher sind überall Einfamilienhäuser und kleinere Wohnblöcke. Der Schock, das Entsetzen über dieses Verbrechen steckt tief. Max Tabaczynski, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Ich